are the ones you thought you owned. We are the ones you said were stone. We are the ones that you wish would go away. We're here to stay. Yeah, we are the ones that are gonna run the world someday. Martin, du machst Workshops für Motivationstrainings und so. Da hätte ich eine Frage, und zwar mache ich in einem Jahr Abitur und wollte mal wissen, was du da so für Tipps hast. Ja, im Endeffekt ist es natürlich wichtig, dass du das, was du machen möchtest in Zukunft oder was du auch aktuell machst, dass du da Spaß daran hast. Weil ich bin immer der Verfechter davon, du musst Spaß haben an dem, was du machst. Dann kannst du auch Erfolg haben und du hast auch den Spaß, dann länger Zeit das zu machen. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste. Neben dem Ehrgeiz auch den Spaß nicht im Hintergrund drängen lassen. Ja, das zeigst du auch immer auf der Rennstrecke dann. Ja, auf alle Fälle. Ist beim Motorsport genauso. Also ich habe wahnsinnig viel Spaß, wenn ich Rennen fahre. Und das ist auch so ein bisschen das Erfolgsrezept, würde ich sagen. Ja, jetzt hast du ja eine Menge Erfahrung jetzt mit über 10 Jahren DTM. Kannst du dich da an irgendeinen Moment erinnern, wo du im Auto saßt und vielleicht sogar so gelacht hast, weil du irgendwas Lustiges auf der Rennstrecke erlebt hast? Ja, also wenn ich wirklich fahre im Auto, dann konzentriert man sich schon extrem drauf. Also das kommt dann erst danach, nach dem Rennen. Entweder man ist wütend über irgendetwas oder man hat etwas ganz Besonderes gefunden, wenn man zum Beispiel ein cooles Überholmanöver gemacht hat, dann freut man sich natürlich danach. Aber so richtig lachen, weil im Endeffekt machen wir ja Extremsport und wirklich am Limit. Man muss ab und zu mal schmunzeln, wenn irgendjemand vielleicht vor dir, den du einfach nicht überholen kannst, wenn er einen kleinen Fehler macht und du kommst gut vorbei, dann schmunzelt man schon ein bisschen, aber man konzentriert sich dann recht schnell wieder aufs Geschehen. Ja, und jetzt bist du hier in der Formel 1 und schaust dir das an. Hast du da so manchmal so ein Kribbeln im Gasfuß, ob du nicht auch Lust hast, mal einen Formel 1-Wagen zu fahren? Ja, klar, das ist immer toll, wenn man bei solchen Veranstaltungen ist. Und gestern war ich in der Red Bull Box drin, habe mir das freie Training angeschaut, ein bisschen am Boxenfunk mitgehört. Da fiebert man natürlich mit und kann sich da ein bisschen reinversetzen und das macht wahnsinnig viel Spaß. Was würdest du spontan sagen? Wer fährt besser, Christina oder du? Ja, ich. Nein, also das wird sich nicht viel nehmen, aber sie kann sehr gut Auto fahren. Ich kann gut Auto fahren, von dem her passen wir recht gut zusammen. Alles klar, dann danke ich für deine Aufmerksamkeit und für deine Zeit. Bitte, gerne. Super, vielen Dank. Tschüss.